ja nicht auszahlen. Möller? Klaus? Von wo sprichst du? Was regst du dich auf? Kann ich was dafür? Du bist doch die Chefin. Entweder er kommt zu spät oder er kommt gar nicht. Tut mir leid, dafür kann ich mir nichts kaufen. Taxifahrer muss fahren, wenn er was verdienen will. Das Rumstehen kriege ich nichts. Ja, dann komm eben selber hin. Was soll ich denn machen, Klaus? Schon beim Frühstück der erste Liter Bier, überall leere Flaschen. Wenn du wüsstest, was er mir in letzter Zeit... Ich hab das ganze Leben hier so dick. Seit Stunden sitzt er jetzt im Badezimmer und schnarcht und lässt das Radio jaulen. Und weißt du, was er letzte Nacht von mir verlangt hat? Nein, und das geht mich auf nichts an. Hör mal, ich bin kein Eheberater und auch kein Konfliktforscher. Privaten Ärger habe ich selbst genug am Hals. Nein, 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 ich will mit dir darüber nicht diskutieren. Alles, was ich will, ist Taxi fahren, Geld verdienen. Also, wo steht der Kahn, verdammt nochmal? Gut, ich komm hin. Ja, was ist? Kann ich dich noch irgendwo hinbringen, oder was? Lass mich noch ein paar Worte mit dir reden, Klaus. Mit jemandem, der nüchtern und normal ist. Ich halte sonst immer länger durch. Komm, komm, bitte. Wir machen alle unsere Probleme. Glaubst du, bei mir ist das anders? Hast du auch Ärger mit Margot? Was Ernstes? Ja, sie sagt, es ist Schluss. Aber das hat sie schon öfter gesagt. Schluss? Warum? Was weiß ich? Andere Freunde, andere Interessen, andere Wertvorstellungen. Was weiß ich? Ach, was?
Wie lange seid ihr schon zusammen? 3 Jahre? 4? 5. Weihnachten werden es 5. Bei mir sind es schon 7. 7 Jahre Dauerpleite, 7 Jahre Krieg. Ach, Klaus. Nicht doch, Chefin, nicht doch. Nicht Chefin! Irene, ich muss doch arbeiten, ich muss fahren. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, oder soll ich mich zu ihm in die Wanne legen? Irene. Nein. Komm, komm, beruhige dich. Komm, es wird schon wieder gut. Ach, Klaus, wir beide. Wir würden den Laden schon wieder hochbringen. 3 Taxis könnten laufen. Na ja. Und jetzt muss ich erst mal sehen, dass das eine läuft. Und sag deinem Alten, ich bin morgen früh punkt 7 wieder hier auf dem Hof, damit er mich ablösen kann. Ich werde ausrichten. Was soll denn der Quatsch? Das sind doch meine Sachen. Ja, das ist schon möglich. Ja, wie kommt ihr hier runter? Runter drauf haben wir's. Was? Wer hat euch denn gesagt, dass ihr die runtertragen sollt? Kommt, die kommen sofort wieder rauf. Das ist meine Flurgarderobe. Ihr seid wohl verrückt geworden. Komm. Frag doch die da um. Darauf kannst du dich verlassen, dass ich dich frage. Nie werde ich fragen. Soll das etwa heißen, dass... Ja! Und tu bitte nicht so erstaunt. Ich hab's dir oft genug und früh genug gesagt, Klaus. Was hast du mir gesagt? Von wegen. Bitte, ich gebe ja zu, wir haben darüber nachgedacht. Wir haben beide laut darüber nachgedacht, ob es nicht ratsam sei, den nächsten Urlaub nicht gemeinsam zu verbringen. Bitte, ja, auch über eine vorübergehende Trennung haben wir gesprochen, aber doch wohl nur zur Probe sozusagen. Und jetzt diese... Feige Flucht, während ich Taxi fahre. Feige Flucht? Weil ihr piepst wohl. Ich ziehe um. Das ist alles. Und ich nehme nur mit, was mir gehört. Ach so. Und mein Bücherhäuschen? Wer hat das zusammengebastelt? Du. Aha. Aber das Holz und die Farbe und das Werkzeug hab ich bezahlt. So? Von meinem Stipendium. Mhm. Übrigens auch die Lampen, die Gardinen, der Teppichboden, der Fernseher. Okay, okay, bitte, werd doch selig damit. Aber meine Bücher, die bleiben hier. Ich bin beim Sortieren, wie du siehst. Und die gehören mir. Klaus, die Bettwäsche, die meine Mutter uns damals... Ich hab dir die Hälfte dagelassen. Oben auf dem Bett. Wickel ich mich ins Zeitungspapier? Wenn du nur einmal so viel Temperament hättest. Wie? Was? Wo? Du weißt schon wo. Du wirst dich noch wundern. Ja. Seit 4 Stunden in der Wanne. Wir
willst du den Tod holen? Das könnte so passen, wie? Doch nicht normal. Wieso nicht? Kanalschwimmer sind zig Mal so lange unterwegs. In kaltem Wasser. Meins ist warm. Der Klaus hat über eine Stunde am Hauptbahnhof auf dich gewartet. Ach. Was? Klaus hat über eine Stunde am Hauptbahnhof auf dich gewartet. Und dafür wird er bezahlt. Dafür nicht. Schnauze. Bartel, bitte. Komm jetzt endlich raus aus der Wanne und leg dich ins Bett. Ich kann sonst nicht schlafen, wenn du hier einpennst. Das ist dein Problem. Deins aber auch. Morgen früh um 7 kommt der Klaus, damit du ihn ablösen kannst mit dem Wagen. Morgen früh? Geht nicht. Morgen früh muss ich nach Wolfratshausen. Gibt's da Freibier? Bravo! Du hast ja fast erraten, Irene. Wir beide machen morgen eine Floßfahrt. 6 Stunden auf der Isar. Ohne mich. Wir beide machen morgen früh eine Floßfahrt. Ist das klar, Irene? Ein Kollege von mir hat die Grippe. Dann ist jetzt mal Plätze frei geworden. Das ist ein Riesendusel. Die sind das als Ausgebot bis zum geht nicht mehr. Du glaubst doch nicht im Ernst. Ich hock mich mit dir 6 Stunden auf einen Floß. Soll ich etwa mitschlucken und mitzählen? Soll ich etwa zählen, wie viel Liter du mitschluckst? Eine Floßfahrt, die ist das Ding. Eine Floßfahrt, die ist das. So. Um 4 Uhr Nachmittag habe ich gesagt, Burma, jetzt gehen wir heim und was ist passiert? Ja? Du bist oben gestanden, du hast es ja auf der Burg bist oben gestanden, was hast du gesagt? Bleibt du mir noch ein Stück den haben sie vermurkst. Halt! Ja, was ist das? Ruiz! Jetzt warte mal einen Moment, dass er mal mein Bier gibt fürs Heimane. Außer noch? Halt ihn aus da. Halt ihn raus aus der ganzen Geschichte. Das ist ein Weg, der Bub. Ich träg's auch die Bringung. Hilfe, die Schwank! Bartel! Bartel! Anhalten! Halt es los an! Anhalten! Anhalten! Mein Lieber,
Sind Sie verrückt? Johnson, wer hat Sie an uns verwiesen? Für Raufereien sind wir aber nicht zuständig. Was sind Sie? Flößer. Wie schön für Sie. Von wo sprechen Sie? Brückenwert. Wo ist der denn schon wieder? Nein, nicht der Brückenwert, den kenne ich. Ja, ja, ein Unglück am Georgenstein. Wie? Der Mann ist ins Wasser gefallen und nicht mehr hochgekommen. Gestoßen worden ist er. Es ist ja keiner da, der es richtig gesehen hat und deshalb haben... Hören Sie, Herr Kommissar, mein Mann ist umgebracht worden. Er ist mit dem Stock niedergeschlagen worden und dann ist er ins Wasser geworfen worden. Außerdem war er schwer betrunken. Was, wer? Na, beide. Alles ans Psoffen hier. Das ist ja wohl der Sinn der Sache. Ja, und jetzt soll die Fahrt weitergehen nach Thalkirchen und niemanden kümmert es, dass hier jemand umgebracht worden ist. Es ist ja gar nicht wahr. Wir haben ja sofort das THW verständigt und deshalb... Wie? Geben Sie mir doch zuerst mal Ihren Namen. Nein, nicht Ihren, denn der Dame, ja. Irene Möller, danke. Und die Adresse? Taxiunternehmen. Bitte beruhigen Sie sich, Frau Möller. Nein, nein, wir werden Sie nicht im Stich lassen. Die ist ja närrisch schon. Geht's denn nicht weiter? Sie werden die Flussfahrt doch nicht abbrechen wollen. Freilich geht's weiter, ich kann ja da nicht liegen bleiben. Ja, und noch eine Bitte. Könnten Sie über die Funktaxizentrale unseren Fahrer verständigen? Ja, Funktaxi 1729. Der Fahrer heißt Klaus Wex. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Na, jedenfalls dieser Nebeneffekt ist... Klaus! Ja, was ist denn? Die Zentrale will was von dir, schon zum dritten Mal. Von mir? Wieso? Da ist irgendwas mit Bart Möller passiert. Seine Frau erwartet dich in Thalkirchen, wo die Isarflöße landen. Auch die Kripo will ich da sprechen. Kripo? Was wollen die denn? Ja, ruf am besten selbst an. Zentrale, 1729, was ist denn? Ja. Darf ich Sie mal um Ruhe bitten? Ruhe bitte! Können wir den Gesang bitte mal für ein oder zwei Minuten unterbrechen? Ja, ja, danke schön. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie doch jetzt die Plätze so ein, wie Sie zur Zeit des Unglücks gesessen haben. Ja? Das wissen wir doch nämlich. So, stimmt das jetzt so? Haben Sie so gesessen, als der Mann über Bord ging? Nein, wir haben fast alle gestanden. Ja, dann stehen Sie doch bitte auf. Sehr schön, auch bei mir, Männer. Sie müssen das verstehen, Herr Kommissar. Ja, hey, morgen. Hey, morgen sind wir um 5 Uhr früh losgefahren von Ulm. Das ganze Jahr haben wir uns auf diesen Betriebsausflug freut. Jetzt sollen wir doch wegen einer kleinen Rauferei, die kein Mensch richtig gesehen hat, wegen einer Person, die keiner kennt, aus dem Ja, warum kennt ihn niemand? Wieso ist er denn auf das Fluss gekommen? Dann fragen Sie die Dame da, die sich da versteckt. Ich verstecke mich ja gar nicht. Frau Möller, wie sind Sie und Ihr Mann auf das Fluss geraten? Ich meine, was haben Sie mit diesem Betriebsausflug zu tun? Gar nichts. Mein Mann hat die beiden Plätze von einem Kollegen bekommen. Paul Wohler, Taxiunternehmen. Der war verhindert wegen einer Grippe. Paul Wohler ist mein Schwager. Ich habe ihn eingeladen mit seinem Sohn.
Als Münchner kommt man nämlich schwer an Karten für die Flößerei. Wer sind Sie bitte? Kehlmann, Prokurist der Firma. Leider hat mein Schwager uns einen betrunkenen Streithansel an Bord geschickt. Unser Georges Krusebeck ist zwar auch kein Waisenknabe, aber der... Niedergestoßen hat er ihn, ja, mit seinem Knüppel und dann ins Wasser geschmissen. Ja, jetzt hat's reden, Skonschmann, ich hab diesen Menschen überhaupt nichts gemacht. Er hat dann mein Bier ausgesoffen oder hat's ins Wasser reingekippt. Ja, ist das ein Grund, den Menschen gleich umzubringen, ha? Ich weiß schon, dass mein Mann gerne diese anderen Leute ärgert und so. Moment. Aber deswegen müssen wir ihn auch nicht ins Wasser schmeißen und niederschlagen vorher. Ja, ich hab diesen Menschen überhaupt nicht niedergeschlagen. Der hat mich provoziert. Mal hat er mein Bier ausgetrunken, dann wollte er mal meinen Stock wegnehmen. Der hier, hat er sich da hingestellt. Ich habe mich natürlich ein bisschen gewehrt, das ist ja klar. Hat er sich da hingestellt und da ist rückwärts ins Wasser reingefallen, hat Hilfe geschrien, nicht schlagen. Das ist alles kein Schwindel. Wort wahr! Okay. Dieser Mensch hat meinen Mann auf dem Gewissen, oh, ja? Zweimal ist er noch hochgekommen, gell? Hat die Arme hochgeschmissen, aber dann das Wasser und die kalte Strömung. Und aber dann hat sein Herz... Also ja, und so war er auch. Ja, Moment! Ja, Moment. Ja, kann dir denn keiner sagen, was da nun wirklich passiert ist? Jawohl! Ein wenig Rauferei halt. Und außerdem haben wir alle nach vorne geschaut, weil der berühmte Georgenstein auf uns zukam. Ja, gehört hat auch niemand was. Gehört schon. Ja, was? Na ja, na, Hilfe, nicht schlagen, Hilfe. Neuerst haben sich einige von uns umgedreht, die auch. Und was war da zu sehen? Wo war Ihr Kollege, wo war der Herr Möller? Der Schorsch. Ja. Der Schorsch, der ja. ist neben dem Klohäusel gestanden, mit dem Rücken zu uns. Mit dem Knüppel in der Hand. Was? Knüppel ist mein Spazierstecker, den habe ich immer dabei. Und wo war der andere in dem Moment? Ja. Da ungefähr. Ja. Der hat noch die Arme hochgerissen, zweimal, glaube ich. Dann war er verschwunden. Genau. Warum haben Sie das bloß nicht angehalten? Also, das zeigen Sie mir fein, wie Sie so einen Trumpf los da bremsen wollen. So ein Floß hat ja über 18 Tonnen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihr Betriebsfest nur nicht länger behindern, aber ein paar von Ihnen müssen leider noch mit uns kommen, weil wir brauchen ja ein Protokoll. Also, Frau Müller, Herr Grusebeck, der Floßmeister und ein Vertreter von der Firma. Betriebsrat oder Prokurist oder beide, wenn Sie wollen. Ja, viel Vergnügen noch. Wiedersehen. Ja. Da war der Blau. Stänkert mich dauernd an und ja, dann habe ich ja, ein paar Mal mit dem Stock. Naja, keiner hat die Leute gekannt. Wie oft? Niemand hat sich um die gekümmert, bis der Mann da angefangen hat, rumzustänkern. Also, so wie Sie jetzt die Situation schildern. Ihre volle Konzentration auf die Fahrtrichtung richten mussten, ja. War es Ihnen nicht möglich, die Vorgänge am Heck des Flosses richtig zu beurteilen. Richtig. Ja. Richtig. Ja, richtig. Außerdem wäre es an der Unfallstelle, oder soll ich besser schreiben, Tatort. Wie? Sowieso nicht möglich gewesen, das Floß zum Halten zu bringen. Ja. Sind Sie damit einverstanden? Nochmal bitte. Da Sie wegen der starken Strömung ja. am Georgenstein ja. Ihre volle Konzentration ja. auf die Fahrtrichtung richten mussten, ja. war es Ihnen nicht möglich, ja. die Vorgänge am Heck des Floßes ja. richtig zu beurteilen? Ja. Ich will's mal so ausdrücken, Herr Heimann. Der Schorsch Grusebeck, der hätte Bärenkraft. Aber er ist auch so gutmütig wie ein Bär. Auch der gutmütigste Bär kann in Wut geraten, Herr Zenker. Und das bestreitet ja niemand. Aber wenn der Schorsch sagt, dass er den Mann nicht geschlagen und nicht gestoßen hat, dann glaube ich ihm. Der Schorsch ist kein Lügner. Es gibt Notlügen. Der Schorsch hat nicht gelogen. Warum sollte die Frau Möller sowas erfinden? Warum sollte sie ihren Kollegen so schwer belasten? Was hätte sie davon? Keine Ahnung. Wir haben zwei fremde Gäste an Bord gehabt. Einer davon ist verunglückt. Es tut mir leid, ich bedauere das. Und was jetzt die Frau angeht, die Ehefrau, ihre Beweggründe,
Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen. Unser Schorsch ist jedenfalls unschuldig an dem Unglück. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Was? Das soll ich gesagt haben? Ja, Herr Grusebeck. Moment. Hier. Als der Betrunkene nicht aufhörte, mich zu belästigen, da habe ich ihm 2 oder 3 Mal mit meinem Stock gedroht. Stimmt das nur oder nicht? Ja, ich habe ihn gedroht, damit er aufhört. Hat er ja dann auch. Ja, nachdem Sie ihm auf den Kopf geschlagen haben. Ach, was, Sie haben keinen Menschen auf den Kopf geschlagen. Ich habe den nicht einmal berührt. Der hat eine Schwalbe gemacht, 3 für die Bundesliga. Der hat nach rückwärts hat er sie fallen lassen. Und dann hat er um Hilfe geschrien. Weil das andere, das hat er dieses weiblos erfunden. Wo ist denn der überhaupt? Bleibt ihr hier? Ja, die muss jetzt einmal her. Gell? Ich verstehe es. Wo ist das? Wo ist die? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was? Naja, dass du diesen Dings da, wie heißt er denn, der mit dem Stock? Dass du den so beschuldigst. Ich meine, bist du sicher, dass der... Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Dein Mann ist tot, so oder so. Also was hast du davon, wenn dieser Stockmensch ein paar Jahre hinter Gitter kommt? Ich meine, warum belastest du ihn so schwer, so eindeutig? Ich meine... So, jetzt hat es doch ein bisschen länger gedauert. Aber trotzdem, viel Vergnügen wünsche ich Ihnen. Sie ist schon ein wenig vergangen. Ja, sicher. Da ist eine Leitruhe da. Frau Müller, Mensch, ich hätte noch ein paar Fragen. Kommen Sie bitte mit. Sie sagen gar nichts dazu. Ja, ich habe Ihre letzte Frage nicht verstanden. Ich meine, warum fragen Sie mich das? Also, ohne jeden Hintersehen, Frau Müller. Hat Ihr Mann eine Lebensversicherung abgeschlossen? Das müssen Sie doch wissen, nein? Nein. Was nein? Wissen Sie es nicht oder hat er keine? Doch, er hatte eine. Er hat sie vor 7 Jahren abgeschlossen, 3 Tage nach unserer Hochzeit. Wie hoch und zu wessen Gunsten? 90.000 zugunsten der Witwe und bei Unfall das Doppelte. Na, sehen Sie. Na, gar nicht sehe ich. Wieso denn? Die Versicherung ist ja ungültig, weil mein Mann hat seit 1,5 Jahren hat er keine Prämie mehr eingezahlt. Warum nicht? Wenn Sie ihn gekannt hätten, dann bräuchten Sie es nicht fragen. Gut, es steht also fest, dass die Lebensversicherung erloschen ist. Oder wäre es vielleicht möglich, dass Ihr Mann die Prämien, ohne Ihr Wissen, vielleicht zugunsten einer anderen Person... Soll ich meine letzte Frage wiederholen? Nein, nein, ich habe Sie schon verstanden. Ich frage mich nur, für wen? Ich meine, seine Schwester ist tot und wir haben keine Kinder. Und für wen also? Naja, es soll ja Ehemänner geben, die eine Freundin haben, eine heimliche Geliebte. Na, meiner nicht. Der hat mir auch das Bier geliebt. Unheimlich. Ja, dann wollen wir diese Spekulation beenden und zur wichtigsten Frage zurückkommen. Wichtig vor allem für den Mann, der da hinten sitzt und nicht weiß, ob er in einer Zelle übernachten muss oder ob er mit seinen Arbeitskollegen wieder nach Hause fahren kann. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, Frau Müller. Bei mir? Nein, wieso? Ich lass mir doch nicht den schwarzen Peter zuschieben. Wieso? Haben Sie Zweifel? Ja. Frau Müller, inzwischen sind fast 3 Stunden vergangen. Der Schock ist abgeklungen. Wenn Sie jetzt noch mal an die entscheidende Minute am Georgenstein zurückdenken, was haben Sie wirklich gesehen? Beide Männer standen doch ganz am Ende von dem Floß. Vielleicht haben Sie nur ein paar fuchtelnde Hände gesehen und einen Stock. Vielleicht haben Sie sich den Rest dazugereimt. Ich bringe mich ganz durcheinander. Das ist nicht meine Absicht. Im Gegenteil. Ich bitte Sie nur, in aller Ruhe und mit kühlem Kopf zu prüfen, ob Sie nicht doch Zweifel haben. Naja, Zweifel habe ich schon. Ich meine, ich weiß jetzt halt nicht mehr, ob ich meine Beschuldigung so eindeutig, so ganz ohne Widerspruch aufrechterhalten kann. Danke, Frau Müller. Thank you.
Sehen Sie den Baum da vorne, der da im Wasser liegt? Ah ja. Genau da ist er aufgetaucht. Dann hat er sich ein bisschen an dem Baum festgehalten und dann ist er gleich da vorne ans Ufer geschwommen. Ja, gleich da vorne. Wann war das, Herr Koblitz? Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, da muss ich schätzen. Ungefähr eine Viertelstunde, nachdem das letzte Floß vorbeigekommen ist. Ja, ja, unser Floß war das letzte. Georgenstein 14.12 Uhr, der Unfall um 14.11 Uhr. Plus 15 Minuten, es hieß so ungefähr, an Land geschwommen und im Wald verschwunden, 14.26 Uhr. Ja, so ungefähr um halb drei kann es gewesen sein. Jetzt noch einmal zurück zur Beschreibung. Sie haben gesagt, vollkommen angezogen. Klatschnass natürlich. Und weiter? Herr Koblitz, jede Einzelheit kann äußerst wichtig sein. Ja, mei, was soll ich da sagen? Die Fotografie in der Zeitung, nicht wahr? Genauso hat er ausgeschaut. Bisschen einen rötlichen Vollbart und. Aber eine Schirmmütze hat er nicht aufgehabt. Und wo ist er hingegangen? Zuerst ist er da den Weg entlang gelaufen, bis zur nächsten Biegung und dann ist er gleich da drüben über den Hang auf Richtung Buchenhain. Ich hab das Ganze ja schon fast vergessen gehabt. Erst vorhin, wie ich die Zeitung gelesen habe, da ist mir wieder alles eingefallen. Haben Sie sonst noch jemanden gesehen? Hier auf dem Weg oder im Wasser? Oder vielleicht drüben am anderen Ufer? Da war kein Mensch weit und breit. Das ist ja ein Ding. Ja, was soll ich Ihnen groß erzählen? Ich habe hier als Aushilfsfahrer angefangen. Vor Jahren schon, als Student, in den Semesterferien. Bis zum letzten Examen. Ja, dann war ich eine Weile Lehrer und in meiner Freizeit spiele ich Theater. Laientheater natürlich. Und wieso sind Sie jetzt nicht mehr Lehrer? Na, abgebaut. Einer von den Überflüssigen. Nein, nein, ich war schon ganz froh, dass ich hier wieder Taxi fahren konnte. Mein Verhältnis zum Chef ist ein ganz gutes. War ein ganz gutes, muss ich jetzt wohl sagen. Bis auf ein paar kleinere Reibereien. Im Gegensatz zu mir ist er sehr unpünktlich. Wie stehen Sie denn zur Chefin? Auch gut, gut. Durchaus. Und wenn sie mich behalten will, dann bleibe ich hier. Und wie würden Sie die Ehe beurteilen? Ach, wissen Sie, um solche Sachen kümmere ich mich nicht. Ich habe mit mir selbst genug Probleme. Aber Herr Wex, sowas kriegt man doch mit, ob man will oder nicht. Nein, nein, das tut mir leid. Das ist nicht mein Bier. Nein? Herr Wex, ja? Mal angenommen, Ihr Chef hätte sich retten können. Hä? Ja, nehmen wir mal an, der wäre an Land geschwommen. Er steigt den Isarhang hinauf, läuft dann weiter in Richtung S-Bahn-Station Buchenhain. Was würde er wohl als nächstes tun? Ich weiß nicht, was diese Frage soll. Das ist doch rein hypothetisch. Ach, so hypothetisch ist das gar nicht, Herr Wex. Es hat sich nämlich ein Zeuge bei uns gemeldet, der gesehen hat, wie ein Mann aus der Isar an Land gestiegen ist. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und die Personenbeschreibung passt auch. Augenblick mal, was wollen Sie damit sagen? Irene! Was sagst du? Dein Mann ist gar nicht ertrunken. Der ist ans Ufer und dann rüber nach Buchenhain. Jemand hat ihn gesehen. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, bitte, frag doch! Ja, Frau Müller, es gibt einen zuverlässigen Augenzeugen dafür. Jetzt rätseln wir natürlich, wo mag er geblieben sein? Warum kommt er nicht zum Vorschein? Das passt zu seinem Charakter. Hatte er Schulden? Hat er einen Kredit aufgenommen? Ich meine, gibt's irgendeinen Grund für sein Verhalten? Der fällt in die Isar, taucht wieder auf, klettert an Land und dann taucht er unter. Was soll denn das Theater? Der braucht keinen Grund für sowas. Dem langt's, wenn er die Menschen verscheißern kann. Da Freunde nie ihn verstecken würden. Verwandte. Nein. Der hängt jetzt sicher in irgendeiner Absteige. Liegt im heißen Badewasser, trinkt die 10. Flasche Bier, liest immer wieder, was die Zeitungen über ihn schreiben und lacht sich kaputt dabei. Thank you.
Hey, Schorsch! Schorsch, komm auf! Such für mich! Geht jetzt nicht, soll man? Jetzt mach schon, Schorsch! Kripo München! Unsere Floßfahrt wird stehen! Freunde, die von mir ist alles erledigt! Ihr habt die Leiche gefunden! Jetzt mach schon! Wir haben seine Leiche gefunden. Wir haben eine Leiche gefunden. Ob das seine Leiche ist, das müssen wir erst noch feststellen. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Oh, was? Ausgerechnet meine Hilfe. Das konnte die Frau von ihm viel besser. Wissen Sie, ich mag sowas nicht gern. Da meinen Sie ich? Mich fragt auch keiner. Kommen Sie, Herr Gruselig. Aber hat denn der Kerl keine Freunde, Angehörige oder sowas? Was ist, wenn ich mich weigere? Da können Sie sogar Ihren Stock mitnehmen, Herr Grusebeck. Kommen Sie, Herr Grusebeck. Besonders verblüfft hat mich das, was Sie unter Punkt 4 vermerkt haben. Ja, das ist unglaublich. Aber wahr. Hilft es Ihnen weiter? Nee, im Moment überhaupt nicht, Doktor. Ich muss ganz von vorne anfangen. Den Schlussbericht kriegen Sie morgen, sagen wir, 10.30 Uhr. Dann können Sie auch mit genaueren Zeitangaben rechnen. Ich habe Herrn Grusebeck mitgebracht. Frau Möller ist auch schon da. Was mit Wex? Der ist derzeit über sein Taxifunk nicht erreichbar. Dann soll Gerd Heimann... Ist schon unterwegs. Der hat irgendeine Probe. Gerd? Nee, der Wex. Was denn für eine Probe? Der spielt doch in so einem Laientheater. Ach so, ja, hat er mir gesagt. Laientheater. Kätchen heißt du, für alle. Das lustige Kätchen. Auch das böse Kätchen, doch immer Kätchen, schmuckstes von Europa. Kätchen von Kätchenheim. Mein goldenes Kätchen. Denn sind nicht die Dukaten stets aus Gold? Mein Augenbrot. Mein allerliebstes Kätchen. Da alle Welt mir deine Sanftmut preist, von deiner Tugend bis zum Platzen voll ist, und doch so voll nicht, als es dir gebührt, bin ich bewegt, bewogen, dich zu fragen. Kennen Sie ihn? Ja. Sehen Sie die tiefe Wunde auf seiner Stirn? Ja. Meinen Sie, die kommt vom Stockhieb? Ja. Ich will dich nicht belasten, liebes Kätzchen. Weil du so jung bist und so leicht. Du leicht und schnell, dass so ein Ross mich einholt. Allein zu schwer für dich. Du trägst mich nicht. Ein Ross, das dich nicht trägt? Oh. Oh. Ich werf dich ab und werf mich über dich, dann trägst du an dem Ross. Rosstäuscher, du! Dein Ross lässt nichts als Äpfel. Doch solche Äpfel lockt die Wespen an. Bin ich eine Wespe? Fürchte meinen Stachel. Das beste Mittel ist, ihn auszureißen. Ja, wüsste nur der Affe, wo er steckt. Wer weiß nicht, wo der Wespenstachel sitzt? Im Hintern? Nein, in der Zunge. In wessen? In eurer. Da das Gesicht dem Hintern gleicht. Oh. Mit meiner Zunge? In deinem Hintern? Oh, Kätsch, ich bin ein Edelmann. Das wollen wir sehen. Wenn du das noch mal tust, schlag ich zurück. Danke, es geht schon wieder. Wollen Sie mich setzen? Brauchen Sie mich noch? Nur eine kurze Schlussbesprechung. Thank you.
Nein, bist du entzückend. Ah! Wer sagt denn? Du seist frech, vulgär und wild. Da sieht man erst, wie dich der Hut verleumdet. Ein Schalk bist du, höflich und voll Humor. Zwar karge Wort, doch groß in der Erfindung. Du kannst nicht Dingsbums schauen und finster blicken. Nein, Freundlichkeit schaut dir aus allen Poren. Und Honig träufelt dir aus deinem Mund. Das kann ich nicht sagen, für die Beine nochmal. Ist er das ja oder nein? Also, eher nein wie ja. Tut mir leid, der hat doch so eine Ledermütze aufgehabt. Wenn er die Ledermütze aufhält, vielleicht das. Er hat eine tiefe Stirnwunde. Ja. Ist das vielleicht der Grund, warum Sie ihn nicht wiedererkennen wollen? Jetzt hören Sie aber auf. Was faselt denn die Welt, das Kätzchen hinkt? Komm, Kätzchen. Nochmal gehen. Oh. Nein, du hinkst nicht. Geh, Hornvieh! Tummel dich mit deinesgleichen! Hat je Diana so geschmückt den Wald wie Kätchens königlicher Gang dies Zimmer? Sei du Diana! Lass sie Kätchen sein und dann sei Kätchen keusch! Diana, rühmst dich! Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe niemanden über den Schädel gehauen, wenn er auf dem Floß oder sonst irgendwo. Beim besten Willen, ich kann es nicht sagen. Sie können es nicht sagen, Herr Gruselfeld. Nein! Und gerade dafür danke ich Ihnen. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Kommen Sie, Herr Gruselfeld. Ich glaube, ich bin. Ich weiß von nichts und dann dankt er mir nur dafür. Verstehen Sie das? Hauptsache, er versteht es. Na, also, und das machen wir. Und euch warm, mein Herr. Das will ich, Mädchen! Und in deinem Bett! Nun, kurz und gut, zum Teufel jetzt mit dem Gewäsch! Dein Vater gab mich dir zur Frau, die Mitgift war bestimmt! Und willst du oder nicht? Du willst die meine! Sieh, ich bin der Mann für dich! Denn bei dem Sonnenlicht, das schön dich zeigt, so schön, dass ich geschlagen bin, kein anderer soll dein Gatte sein als ich! Ich bin geboren, dich zu zählen, Mädchen! Dein Vater kommt, ich nehme von dir kein Nein. Ich will und muss für dich der Liebste sein. Bist du verrückt? Du brichst mir den Arm. Das hat doch nichts mehr mit Theaterspielen zu tun. Entschuldige, entschuldige, das ist eben mein Temperament. Quatsch, du tust mir absichtlich weh. Wenn du glaubst, du könntest die Situation benutzen, um mir was heimzuzahlen, komm, dann... Komm, für was hältst du mich? Glaubst du, ich benutze diese Situation, um irgendeine private Racheshow abzuziehen? Ja, ganz genau, das tut er. Na komm, sag doch mal was! Entschuldige, Klaus, es war nie vereinbart, dass du sie an den Haaren reißt oder ihr den Arm umdrehst oder sowas. Also. Vereinbart? Dass ich nicht lache. Was ist denn in dieser Scheißaufführung überhaupt vereinbart? Erlaube mal, schließlich haben wir alles ganz genau... Genau? Ich höre immer genau. Ich will dir was sagen. Schmierenregie. Such dir jemand anders für deine ach so genaue Inszenierung. Herr Becks? Wer sind Sie denn? Ach so. Was wollen Sie hier? Herr Becks, da Sie jetzt sowieso nicht weiterspielen wollen, würde ich Sie gerne mitnehmen. Es ist dringend. Was ist denn jetzt los? Junger Mann, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber wir haben ja immer in der Generalprobe. Es tut mir leid. Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob die Kriminalpolizei berechtigt ist, einfach eine Generalprobe zu unterbrechen. Nicht einmal in einem Laientheater. Verzeihung, aber die Generalprobe, die hat er weg schon selber unterbrochen. Oder seine Partnerin. Hier macht offenbar jeder, was er will. Armer Shakespeare. Kein Irrtum möglich? Keine Verwechslung? Nein, ganz ausgeschlossen. Dieser Tote hier, das ist mein Chef. Gut. Gerd, gehst du mit Herrn Becks schon mal rüber?
Ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Identität des Toten mit Herrn Bartholomäus Möller zweifelsfrei bestätigt ist. Das habe ich Ihnen doch vorhin schon gesagt. Ja, Sie schon, auch der Herr Wex. Aber nicht der Herr Gruselbeck. Warum nicht? Herr Gruselbeck, wir warten auf Ihre Antwort. Das gibt's doch nicht. Was gibt's denn? Die Schuhe. Die Schuhe von Herrn Wex, ja, was ist mit denen? Die Schuhe von dem Kerl, der ins Wasser gefallen ist. Ausgelatschte Turnschuhe, vorne ein Flick auf dem großen Zeh, abgerissene Schnürsenkel, neues Stück dran geknotet, blau statt weiß. Genau wie der Kerl damals am Fluss. Darf ich mal? Was soll denn der Blödsinn? An ein Gesicht kann er sich nicht erinnern, aber den Schuh will er wiedererkennen. Ich gebe ja zu, dass ich ein schlechtes Zeuge bin, aber wenn das nicht die Latschen von den Menschen am Fluss sind, dann bin ich bereit, die Dinger zu fressen. Kann ich mal vorbei? Hallo. Ich glaube, ich sollte die Geschichte abkürzen. Frau Möller, die Obduktion der Leiche hat klar bestätigt, tot durch Ertrinken. Aber nicht in der Isar. Das Wasser in der Lunge enthält Spuren von Seife, von Fichtennadelöl und von Rostkastanienextrakt. Haben Sie dafür eine Erklärung, Frau Müller? Nein? Och, dann wechseln wir mal das Unterrichtsfach, damit Ihr Fahrer auch was zum Grübeln hat. Also, hier die Isar, der Georgenstein, hier ging unser Mann über Bord. Aber wer war dieser Mann? Hier etwa saß unser Angler und der hat gesehen, wie ein Mann mit Bart aus der Isar gestiegen ist und weiter Richtung Klettergarten, unterhalb vom S-Bahnhof Buchenheim. Ein sportlicher Mensch schafft es in 7 Minuten. Rings um den S-Bahnhof sind ein halbes Dutzend Parkplätze, wenn da ein Auto bereitsteht, vielleicht sogar ein Taxi. Dann könnte er in 20 Minuten seine Wohnung in München erreichen. Kleiderwechsel und ab die Post zum Flughafen. Können Sie mir folgen, Herr Wex? Ja, aber was geht mich das an? Das werden wir sehen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, richtig, am Flughafen. Dort mischt sich unser kühner Isar-Schwimmer unter seine Taxikollegen. Dort erreicht ihn auch die Funknachricht, dass er sofort zur Floßlandestelle kommen soll. Und das tut er dann auch. Herr Wex, gefällt Ihnen die Geschichte? Bisschen verworren, aber mich geht das nichts an. Und Sie, Frau Möller, geht es Sie auch nichts an? Gut, dann schlage ich zur Belebung einen Ortswechsel vor. Ich möchte gerne Ihr Badezimmer sehen. Darf ich? Ich will jetzt reden. Irene, ich kenne einen Anwalt. Nein. Ich habe seine Telefonnummer. Wenn er zu Hause ist, kann er in einer Viertelstunde hier sein. Ich will es jetzt loswerden. Herr Wex, Sie will es loswerden. Sie nicht auch? Was bin ich damit Warum zu tun? Warum habt ihr ihn umgebracht? Umgebracht? Wir? Eben nicht. Eben nicht. Eben nicht. Komm, Irene, sag sie mir, erzähl sie. Er lag da in der Badewanne. Seit 4 oder 5 Stunden. Ich bin dann noch mal zu Ihnen und habe versucht, ihn rauszulotsen. Weil er sollte am nächsten Morgen. Er sollte am nächsten Morgen Klaus ablösen, um 7 Uhr früh. Aber es war nichts zu machen. Morgen früh? Geht nicht. Morgen früh muss ich nach Wolfratshausen. Jetzt der Fall, ja. Bravo! Lass was da raten, Irene! Wir beide machen morgen eine Floßfahrt. 6 Stunden auf der Isar. Ohne mich. Wir beide machen morgen früh eine Floßfahrt. Ist das klar, Irene? Na komm, ein Kollege von mir hat die Grippe. Dann sind 2 Plätze frei geworden. Das ist ein Riesendusel. Die sind uns ausgebucht bis zum Gehtnimmer. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich mit dir 6 Stunden auf ein Floß hock. Soll ich etwa mitzählen, wie viel Liter du wegschluckst? Nein, Floßfahrt ist das nicht eine Floßfahrt, die ist schön. Ja.
Mehr weiß ich nicht mehr. Mir ist dann schlecht geworden. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und dann die Wand gelehnt. Wie lange weiß ich nicht mehr. Und er? Ja, was war mit ihm? Er war tot. Der Kopf unter Wasser und die Augen offen. Und die Stirn war blutig und das Wasser war blutig und dann ist mir wieder schlecht geworden. Haben Sie ihn angefasst? Nein. Ich habe nur das Wasser rausgelassen und dann habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt und nachgedacht. Wie lange? Das weiß ich doch nicht mehr. Stunde oder zwei. Und? Weiter? Dann hat sie mich über die Funkzentrale hierher gerufen. Ja, auf diese Weise bin ich in die ganze Sache mit hineingezogen worden. Nachträglich, Herr Hauptkommissar, nachträglich. Ich habe ihn angefleht, dass er mir hilft. Er wollte zuerst nicht. Er hat gesagt, sag doch der Polizei, sag doch einfach die Wahrheit. Aber ich habe Angst gehabt wegen der Stirnwunde. Und das hat er dann schließlich begriffen und dann hat er mir geholfen. Geholfen? Wie ist der Tote in die Isar gekommen? Ich bin noch in der gleichen Nacht im Auto nach Buchenhain und dann runter ans Isarufer. Da habe ich ihn versteckt. Also im Weidengestrüpp. Ich wollte ihn dann in der folgenden Nacht einfach abtreiben lassen. Nun ja, jedenfalls sind wir beide dann am nächsten Morgen, also Frau Möller und ich, in Wolfratshausen aufs Floß gestiegen und also ich mit Möllers Ledermütze. Und mit dem Bart aus der Widerspenstigen. Ja, ja. Ich verstehe das nicht. Es wäre doch ganz einfach gewesen, der Polizei klarzumachen, dass das Notwehr war. Aber wenn er Angst hat, dass einem die Polizei nicht glaubt, dann... Dann bringt man irgendeinen wildfremden Menschen in Verdacht, einen Totschlag begangen zu haben, was? Wissen Sie, dass der möglicherweise 10 Jahre lang dafür gesessen hätte? Ja. Dann wollen wir mal ein Protokoll aufnehmen.